Einen so verschwindend geringen Beitrag zur deutschen Stromversorgung liefert bisher die Tiefengeothermie, dass die Nutzung der Erdwärme in der Grafik nicht vertreten ist. Sie steht noch am Anfang. Doch ihr Potenzial ist theoretisch riesig und längst nicht ausgeschöpft. Das Prinzip: Ab 3000 Metern kann man in unseren Breiten auf von der Erdwärme erhitztes Thermalwasser stoßen. Der Druck ist hier unten so hoch, dass das salzhaltige Wasser fast von alleine nach oben kommt. Das Kraftwerk wandelt dann die Hitze des Wassers über Wärmetauscher in Strom und Fernwärme. Das abgekühlte Wasser wird wieder zurück in die Erde gepumpt und heizt sich dort wieder auf. Ein Kreislauf. Aber auch die Risiken der Geothermie sind nicht zu unterschätzen. Wie in Basel ist es durch Geothermie in Einzelfällen zu Erdbeben und Erdsenkungen gekommen. Da die Bodenbedingungen an jedem Standort anders sind und der Erfahrungsschatz noch gering ist, können Risiken daher schlecht eingeschätzt werden.